Was wir bisher gemacht haben, ist eigentlich ganz einfach. Zwei Gläser Brühe, ein bisschen Salz, Pfeffer. Ne? Da könnt ihr eigentlich klar, ich habe jetzt ganz normale Delikatessbrühe. Ja, zwei rein, dann den Brokkoli rein, wenn es anfängt zu kochen, ruhig noch mit ein bisschen einen Ticken Wasser aufgießen. Dann einmal aufkochen lassen, jetzt auf niedriger Stufe laufen lassen. Beziehungsweise, wir lassen es jetzt hier schön forcieren ballern und lassen erstmal den ganzen Brokkoli, ne, schön durchziehen und schön langsam durchkochen. Nicht zu heiß oder was, sondern so, dass er halt weich, einfach nur weich wird. Denn er wird ja zum Großteil sowieso püriert. Aber gut, ne, einmal zum Kochen gebracht, niedrigste Stufe, einfach jetzt mal stehen lassen. Ne? Danach kommen wir schon, sind schon fast fertig. So einfach ist das und schmecken tut es auch ganz gut. Ich trinke mir in der Zeit Zucker. So, jetzt haben wir hier, haben wir das Zeit vor sich hin köcheln lassen. Gehen wir mit dem Löffel durch und gucken, ob hier noch harte Stellen sind. Nein, lässt sich alles so auseinander friemeln. Viele würden jetzt sagen, ja, dann schön mit Sahne und so weiter. Einfach einen Schuss Milch rein. Reicht schon. Einfach ein Schlüsschen. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir Diät essen machen wollen, sondern es einfach Schwachsinn ist. Klar, man kann Sahne reinmachen, 30%. Aber die Sache ist, Milch mit 3,5% reicht auch vollkommen zur Verfeinerung aus. Und wir wollen ja auch nicht alles pürieren. Achtung, Ohren sollen. Zwischendurch überall noch ein bisschen Brokkoli-Stückchen noch drin haben. Vorsicht und heiß. Ganz wichtiges Thema, dass wir in unserer Suppe hier auch ganz hier überall zwischendurch noch so ein paar Brokkoli-Stückchen drin haben. Konsistenz sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, es ist eine Suppe. Ja? Eine Suppe muss nicht immer dickflüssig sein. Eine Erbsensuppe zum Beispiel. Die kann ruhig was dicker sein. Aber, intensiv, das ist aber brokkolig, kein Wunder, ist brokkolig, ich weiß nicht, wenn ihr mich püriert habt, könnt ihr mich mal darüber probieren, wie es ist, und so rausfinden, was noch fehlt. Wir haben natürlich hier Brokkoli-Geschmack. Es schmeckt auch schon, schmeckt ehrlich gesagt auch schon gut. Was lediglich fehlt, und das ist ja bei vielen Gerichten so, einfach noch ein Schlüsschen Salz und ein bisschen Pfeffer dazu. Dann einmal ordentlich durchgehen. Mehr Salz, das ist ja, ne, das Gröbere. Das löst sich ja dann nochmal auf. Deswegen gehe ich jetzt mal hier ordentlich durch. So. Ja. Können wir einmal durchgehen. Kennt ihr das eigentlich auch? Ich habe das bei Gulasch immer. Ich probiere das so oft, nachher, wenn ich dann essen will, bin ich schon satt. Super. Salz, Pfeffer ist drin, schmeckt. Ja, da kann die Platte aus. War jetzt natürlich so schlau und habe hier keine Schüssel abgelegt. Dann können wir eigentlich hier. Ja, toll, ich habe die große Kelle jetzt gerade nicht. Naja,
uns hier daran ergötzen. Genau gesagt, vorsichtig, so mit der Kelle jetzt 20 mal durch, ist egal, passt schon. Dann hier, meine Fresse, unsere wunderschöne Brokkoli-Suppe. Ich habe auch gesagt Brokkoli-Suppe, nicht Brokkoli-Cremesuppe, weil Cremesuppe hätte ich auch sagen genommen. Dann wäre es noch cremig geworden. So, jetzt könnt ihr euch so ein Schüsselchen nehmen. Nehmt da noch ein Stück Brot oder ein Brötchen dazu. Ich nehme Brötchen dazu und ich würde sagen, verpisst euch aus meiner Küche.